Guten Morgen von mir. Ich weiß, im letzten Video war ich noch so, haha, die Uni hat angefangen, erste Woche, alles voll entspannt. Ich schreibe einfach nächste Woche schon meine ersten Klausuren und in 2 Wochen bin ich fertig mit den Klausuren und ich bin gestresst. Ich bin überfordert wie sonst was und bin jetzt einfach mal gespannt, wie ich die nächsten 2 Wochen so überleben werde. Wir haben heute Mittwoch und um 9:30 treffe ich mich mit Paulina bei Coffee Fellas zu so einer kleinen Lernsession. Eigentlich trinken wir immer nur ganz viel Kaffee und reden viel zu viel dabei. Und dann habe ich heute noch eine Vorlesung und abends Ballett. Und ich hoffe einfach nur, dass es ein guter Tag wird und ich nicht wie die letzten Tage richtig traurig und deprimiert ins Bett gehe. Aber schauen wir jetzt einfach mal. Ich packe jetzt mal meine Sachen, sonst komme ich zu spät und wir sehen uns dann. Ist das nicht so süß? Zur Uni gefahren, weil wir gleich unsere Vorlesung haben und haben uns in der wunderschönen Mikrowelle unser Essen aufgewärmt. Paulina, what's for lunch today? Ich esse seit 3 Tagen das gleiche und so langsam bin ich echt ein bisschen leid. Da fehlt Salz. Die Müdigkeit kickt gerade so hart rein und wir haben es 45 Minuten geschafft. Investing in. Be cute. Yeah. Gonna be like. Ich fand das andere Design besser. So unglaublich schnell rum, es hat aber ganz gut getan. Ja, ich hab gesagt, ich melde mich jetzt morgen wieder, aber erstens, ich habe mein Omelette gemacht und zweitens, ich war auf einem Date und sie hat mir geschrieben, hab gar keinen Bock mehr, lol. Legend. Okay. Bruder, es ist so spät. Ich will ins Bett. Ich habe noch nichts gelesen heute. Von dem, was ich lesen wollte. Okay. Bis morgen. Terrible things started happening when you walked away. So that's why I stay ready. Cause when all of my dreams seem so out of reach, your crystal clear. You don't disappear, baby. No. So why would I? Why would I follow you? When you're the only thing unhallowed in me. Why would I? Why would I try to hide the truth? When I feel so empty without. Hi, bitches. Also es ist jetzt gleich 9:30, ich bin schon seit 8 Uhr wach. Eigentlich wollte ich länger schlafen, aber ich konnte einfach nicht mehr schlafen. So, ey, mein Körper will einfach nicht, dass es mir gut geht. Ja, ich habe jetzt schon die erste Lernsession hinter mir. Eigentlich nicht, ich habe nur so 2 Seiten gelesen. Health Balance. Um 11 habe ich einen Telefontermin und da trifft mich Paulina bei Coffee Fellows wieder. Und dann trinkt man da wieder einen Kaffee und dann müssen wir später zur Uni. Und dann haben wir so eine Q&A-Vorlesung für meine Klausur. Die ist am Montag, heute ist Donnerstag. Und ich habe mir gestern die Probeklausur angeguckt und so Multiple Choice kriege ich hin. So, ich habe die Fakten ab hier. Aber die offenen Fragen, so die ganzen Strategien auf Firmen anwenden. Und ich bin so, Alter, ich kenne
kenne dich mal so. Ich kannte Motorola nicht. Motorola. Haben wir gestern darüber gesprochen, warum Google und Motorola, warum deren Link-Up nicht funktioniert hat. Und ich war so, Bruder, Diversification, okay, aber unrelated. Ich weiß nicht, in welcher Industrie die so aktiv sind. Und ich schreibe auch noch Marketing und ich schreibe Datenanalyse auch noch nächste Woche. Und ich habe das jetzt die ganze Zeit nach hinten geschoben, weil mich das so krass frustriert. Und wirklich, ich gehe seit so einer Woche, gehe ich jeden Abend. Gestern tatsächlich nicht. Nee, gestern Abend bin ich mal nicht traurig eingeschlafen. Sonst gehe ich immer so richtig deprimiert und komplett ins Bett, so, ich schaff das nicht. So richtig guter Selbsttalk, wisst ihr? Ja, okay, ich mach da mal weiter. Ich freue mich so hart auf meine dritte Pakete. Es ist so messy bei mir. Aber ich habe schon gesagt, das war's. Mein Schreibtisch sieht immer so aus. Das ist mein Schreibtisch, das ist mein Esstisch, das ist mein Ablagetisch. She's a bitch for everything. Ich will jetzt wieder zurück und erstens, Jungs, ist ja mal unnormal kalt draußen. Ich muss mich gleich unbedingt noch umziehen. Ich habe ein Paket bekommen, ich freue mich so, ich packe das jetzt aus. Bitte sei süß. Hä, das ist doch mega süß. Oder? Also, können wir jetzt nicht sagen, dass es nicht mega süß ist. Das ist voll cute, weil das hat so ein kleines, das hat so ein kleines Karo-Muster und es hat so richtig süße Knöpfe und... Oh mein Gott. Yay. Oh, ich bin so glücklich damit. Okay. Und ich dachte, ich habe so gelesen. Ich saß da, habe gelesen. Und ich dachte, oh, sind jetzt bestimmt schon 40 Minuten um. Es sind 5 Minuten. 5 Minuten. Also einerseits gut, weil ich so viel lesen muss, aber ich muss mich halt auch daran erinnern. Big bag, I'm in it, I get it, I got it going north, not south, cause I rise when I rap. Bars on flex. Let me show you what I'm about, young black boy from the bill, I get my city clout. You know singing and rapping, tell your bro, I show you passing as a young and they was laughing, now they in the street. Bumping my tunes and singing my songs to me. I'm anything and everything your girl wants you to be. Pulling up and talking shit, they love it when I speak. Baddie to the left of me, she kissing on my cheek. All up on my way, they wanna catch me at the beach. Like, ooh, soaking up the heat. Melanin all on my body, black or body sweet. Leute, wisst ihr, wie lange ich heute bei Koffeeverlust saß? Von 11:45 bis 17:45. Ich war den ganzen Tag da. Den ganzen Tag. Wir haben an unserer Präsentation für morgen gearbeitet. Ich habe immer noch nicht geübt, was ich sagen werde. Ich will nicht präsentieren, das ist voll unangenehm. Und dann war ich zu Hause und dann war ich so, ja, okay, ich fange jetzt an zu kochen. Und dann habe ich gemerkt, dass mir die Sachen fehlen und dann muss ich jetzt immer loslaufen. Und jetzt ist gleich schon 9, ich habe immer noch nicht gegessen und ich habe nichts gemacht. Ja, okay, ja, Digga, ich esse jetzt und dann übe ich meine Präsentation und dann kriege ich meinen Schönheitsschlaf. Ich melde mich dann doch nochmal kurz, weil ich dieses riesen fette Kartoffel-Omelette auf die Welt gebracht habe, also... Not bad for a girl with no cooking skills. Ja, guten Morgen. Also ich wollte eigentlich früh aufstehen, um nochmal die Präsentation ein bisschen zu üben. Das habe ich jetzt nicht mehr geschafft. Also das wird jetzt auch gleich einfach eine richtig interessante Sache, würde ich sagen. Anyway, ich muss jetzt los und ich treffe mich dann noch kurz mit meiner Gruppe, bevor es losgeht. Und dann hörst du mir das auch nochmal alles ein bisschen. Na, oh, das wird benotet. Wollt ihr mein Outfit sehen? Ich habe gar keine Ahnung, ob das überhaupt zusammenpasst, aber es ist kalt. Und ich habe mich schon dazu entschieden, keine Jeans anzuziehen. Und ich glaube, noch mehr Business wird es einfach nicht. Wird aber nicht, weil ich weiß auch nicht, was los ist. Okay, ich zeige jetzt mein Outfit. Ich habe in Aufregung zu schnell getrunken. Jetzt muss ich das wieder wegmachen. Oh, ich kritisiere jetzt nicht mein Äußeres. Leute, das wird einfach nichts Besseres. Ich habe den Pulli an, der ist so ein Weg, der darunter habe ich noch einen Topf und auch ein Outfit. Das suche ich wieder meine Anzugshosen, die ich in Prag gekauft habe. Und jetzt muss ich echt los, weil ich auch wieder nicht früh genug da bin. Aber ich treffe mich jetzt sowieso erstmal mit Paulina und holen wir uns Tee. Und dann machen wir das. Wir wingen das Ganze. Ich weiß nicht, ob ich dazu meine Adidas Spezial anziehen soll oder meine New Balance. Das ist beides nicht so geil aus dazu, glaube ich. Ja, es wird echt schwierig. Ja, weiß ich jetzt auch nicht. Kopfhörer. Ich ziehe die übrigens immer zum Fahrradfahren an im Winter, einfach weil ich so schon Ohrenschmerzen kriege. Irgendwie sehe ich heute hässlich aus. We have strategy exam on Monday, so you know we should be quite
It's just for the scheduling. In the future, and then from there you can build the bus. All right, well, thank you. No problem. Okay, thank you. Let's go. Where is 5? Oh yeah, I see it. Guess what? Wir sind bei Coffee Fellows. Wer hat es gedacht? Wir haben unsere Präsentation erfolgreich überstanden. How did you think we did? Presenting? Amazing. Amazing. We did amazing. Ich habe mir mein Cappuccino geholt und jetzt sind wir auch fertig mit dem Bonus-Assignment. Und jetzt lernen wir, glaube ich, für Datenanalyse, weil das die nächste Klausur nach Strategy ist. Und ja, ich kann Strategy momentan einfach nicht mehr sehen, deswegen mache ich das jetzt. Wird mich eventuell sehr stark frustrieren, aber das werden wir einfach sehen. Tell me when I'm back. This is urgent. Ich bin sowas von fertig mit dem Lernen. Ich bin jetzt zu meinem Freund gefahren. Wir gehen einkaufen, kochen was und dann mache ich heute nicht mehr viel. Ich habe echt hart keinen Bock mehr. Ich habe mich zwar belohnt mit so 2 Cappuccino, die waren auch ganz lecker, aber reicht. Es reicht. Was auch nicht, was ich laber. Ui, sind überall Kastanien. Oh. Okay. Party. It's time for a little party. You can have all them drinks upon me. You can have all them drinks on me. See the girls, them a whine upon me. See the girls, them a whine upon me. Them man, them a moving on me. Oh, Tommy! It's alright, and you know we got the vibe as we go. We bring in them in now. The early morning, got a barbecue on fire. She have to act like the umpire. Yay, ich bin in der Uni, es hat geregnet auf der Fahrt hierhin. Paulina, how are we feeling? Amazing. Das ist eine Lüge. Wir fühlen uns überhaupt nicht amazing. Es ist so eine Qual, hier noch zu warten in 2 Stunden. Oh, it's 2.5 more hours. No way. Honestly, this is the time. This time just drags and drags and drags. I know. Ja, das ist schrecklich. Das ist wie, als ob man so eine. It's a torture. It is torture. It's like waiting to be executed. pretty much. A bit drastic, maybe, but. The truth. Ja, keine Ahnung. Also ich kann mich jetzt hier irgendwie auf nichts mehr konzentrieren. So, es sieht alles gleich aus. Es ist einfach so ein großer. It's just blending. Außerdem hatte ich einfach Purple Shampoo in meinem Ohr vom Haarewaschen gestern. Das war ein bisschen uncool, aber ich habe es rechtzeitig gemerkt. Same like that. I was expecting a bit more, but it was just. Or actually, I don't know. Oh my god, I'm saving my life. Ich habe schon vor einiger Zeit aufgegeben zu lernen. Wie findet ihr die Jacke? Ja, weiß auch nicht. Oh mein Gott, ich kann nicht mehr, Alter. Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr, okay? Ich kann einfach nicht mehr. Leute, was haltet ihr davon? Einfach wegfliegen. Einfach wegfliegen. Huh? Such an idiot. Mm, ist gut. Mozzarella. Doesn't disappoint. No, it is nice. Are you still looking at stuff? I'm looking at the article because I completely kind of forgot about the steps they might need to take, right? Which are growth over profitability. And scale fast. Lock in leadership. Whoops. I'm done. Wir sind da auch noch keiner hier. What's
so nervös. Wir mussten einfach kommen. Oh yeah. We can choose, guys. Yay. What the fuck? Where do we go? Freie Plattform, würde ich mal sagen, Mädels. Wir sehen uns nach der Klausur. Pray for me. Pray for me. Klausur ist... Ja. Klausur ist geschrieben. Klausur war... ich bin enttäuscht. Ich bin menschlich von den Professoren enttäuscht, was sie da für Fragen reingeballert haben. So, ich hätte mich einfach nicht... Ich hätte mich nicht besser vorbereiten können. Es war einfach... Do you think it was very representative? No. Also ich bin nicht die Einzige. Ja, jetzt sind wir gerade ganz kurz vor jetzt in den Supermarkt gegangen, haben uns Sachen geholt und jetzt sind wir weiter lernen, weil wir in 2 Tagen Datenanalyse schreiben. Und ich bin jetzt ein bisschen Hashtag scared, weil Strategy war die Klausur, wo ich so all of my eggs in one basket, wisst ihr, da hatte ich am meisten Zeit für zu lernen. Und die ist jetzt einfach nicht gut, also nicht so gut gelaufen. Und jetzt bange ich um meinen Durchschnitt. Aber ich habe zumindest bestanden, denke ich, das ist schon mal gut. Aber voll enttäuschend, Alter. Ja, okay, wir müssen jetzt weiter lernen, weil wir fleißige Bienchen sind. Wir machen jetzt mal was Schönes. Bye, Strategy. Fuck off. Oh no, wait, ich brauche das, das ist Data. Ich bin hier zu Hause und außerordentlich frustriert. Aber mein Freund ist so eine süße Maus. Ich habe ihm gesagt, dass die Klausur nicht so unglaublich geil war. Und er hat mir eine Cola geholt und M&M's. Cola habe ich schon aufgetrunken, sorry. Side note, gestern Abend, so was man halt so macht, wenn man Stress hat wegen einer Klausur, habe ich angefangen, meine Fingernägel zu machen. Und die habe ich ganz schlicht gehalten, so Klarlack-Vibe, wisst ihr, so ein auf Sleek. Und dann hatte ich so andere Nagellack und ich dachte, der wäre, ich zeige ein Bild, ich dachte, der wäre so voll pretty und würde meine Nägel so richtig schön aussehen lassen. Und dann, jetzt schimmert das aber nur so komisch, der hat nur so pinken Glitzer drauf gemacht. Ja, und dann habe ich das gecheckt auf der Hand und jetzt habe ich zwei unterschiedliche Fingernägel. Morgen muss ich noch ein Paket abholen, bevor es zur Uni geht. Und dann habe ich mittags sonst so eine Study Abroad Information Session, weil ich ja nächstes Jahr dann, denke ich, mein Auslandssemester mache. Ups, und da haben wir noch keine Infos hier, aber ich muss schon bald meine Entscheidung treffen. Und so viele Sachen gehen ab. Ja, eigentlich habe ich auch eine Vorlesung morgens, aber da gehe ich nicht hin, weil das ist, da habe ich eh keinen Nerv für. Und abends ist auch eine Vorlesung, aber da gehe ich, glaube ich, auch nicht hin, weil da geht auch keiner hin. Und Leute, das ist so kompliziert. Ich weiß nicht, wie ich das alles machen soll. Ich bin so lost. Ich bin ein Star. Holt mich hier raus. Ja, sonst nichts passiert. Ich muss weitermachen. Aber ich weiß auch gar nicht, was ich jetzt machen würde. Also ich könnte jetzt auch einfach, so ich habe mein Schicksal einfach akzeptiert. So, Pauline und ich meinten, wir könnten jetzt einfach in den Klausurraum gehen, uns dann wieder hinsetzen, 2,5 Stunden ein bisschen leiden, versuchen was zu schreiben und dann, ja, ist auch vorbei. Dann ist wenigstens vorbei. Aber jetzt ist es nicht vorbei. Jetzt muss ich es noch schreiben. Okay, 3 Minuten Rant equals over. Ich habe gestern Abend voll das leckere Essen gemacht und zwar so veganes Hack. Also ich habe erst Zwiebeln angebraten, dann mit Aubergine und dann habe ich das hat alles so angebraten, Gewürz, bla bla. Und dann habe ich dieses vegane Hack mit angebraten und dann einfach passierte Tomaten. Jetzt ist das so voll die geile Tomatensoße. Das esse ich heute Abend wieder. Oh, ich muss noch mein Essen für morgen vorbereiten. Ah, ich habe so viele Aufgaben, Mama! Ich habe gerade schon eine halbe Stunde meiner Mama telefoniert und habe ihr die Ohren voll geheult, wie scheiße das war und dass ich überhaupt nichts dafür kann. Das ist total außerhalb meiner Kontrolle. Oh mein Gott, wollen wir was richtig Cringiges machen? Das habe ich gestern in einem Video gesehen. Das war, sie hat auch gesagt, dass es cringe ist, aber ich mache das auch einfach, weil es lustig ist. Ich springe, obwohl jetzt hat gerade. Hey, warte, was soll ich machen? Ich kann so runterducken und dann wieder auftauchen. Okay, das machen wir. Ich tauche jetzt unter, Bitches. 1, 2, 3, bis morgen! Ja, das mit der Transition konnte ich mir dann selber doch irgendwie nicht antun, deswegen ist das jetzt einfach nicht die Transition, die ich machen wollte. Ich weiß aber nicht, wie ich das schaffen soll. Oh, das ist so uncool. Okay. Thank you so much.
kommt. Oh, it's cute though. Oh, it is really nice. Wir waren jetzt bei unserer Study Abroad Session und Data Analysis Study Afternoon hat angefangen. Ich bin supplied mit Kaffee und Fake Fanta. Polina, how are we feeling? Confident. We're not feeling confident. Ich fühle mich überhaupt nicht confident. Ich will schlafen und weinen oder beides. Ich weiß auch nicht. Go for whining. Go for whining. Whining. Isn't it crazy? Ja. Okay. Bilingual Queen. Ich will das alles nicht mehr. Ich will das alles nicht mehr. Ich kann das alles nicht mehr. Zeitsprung. Ich schreibe jetzt gleich meine Datenanalyse-Klausur. Wir sind schon im Raum. Ich sitze auf dem gleichen Platz wie gestern. Polina, how are we feeling for the exam? Stressed. Ja, ohne Witz die ganze Zeit am Stress pinkeln. Ich hoffe einfach nur. Ich bin so nervös. Me too, I'm really nervous. Okay. Das wird super duper. Okay. I'm gonna show my face before the exam. Like a change, you know? Like. Oh yeah. Before? Okay. Before, after. Das ist mein Gesicht vor der Klausur. Leute, guess what? Ich mache heute Abend mal was Cooles. Und zwar hat unsere Study Association das wieder geregelt, dass wir heute Abend für so 5 Euro quasi in so Food Hall in Essen gehen können. Und ich war letztes Jahr mit Polina da und das war das erste Mal, dass wir zusammen abends essen waren. Und jetzt ist ein Jahr später und jetzt machen wir das wieder und wir freuen uns seit anderthalb Monaten so krank darauf. Und der Tag ist endlich gekommen. Ich habe den Tag gestern gebraucht, mich von Datenanalyse zu erholen. Diese Klausur war einfach unverschämt. Also vielleicht sieht man es mir an, ich fühle mich nicht so super. Ich bin mental einfach komplett durch. Ich habe gar keinen Bock mehr auf das ganze Lernen und alles und ich fühle mich ein bisschen verloren. Es hat den ganzen Tag so ekelhaft geregnet, aber der Himmel klärt sich gerade etwas auf. Wollt ihr mal sehen? So, oh mein Gott, der sieht einfach blau aus. Es war so grau den ganzen Tag. Es hat nur geschüttet. Junge, es ist kurz nach 6. Es ist so dunkel geworden. Anyway, ich mache mich jetzt auf den Weg. Ich sehe nicht Bombe aus. Also ich sehe sehr unterdurchschnittlich aus, sogar für meine Verhältnisse. Aber I can't be arsed. Und ich habe heute schon Wäsche gemacht. Und ich war auch schon an der Uni. Und das war's. Und ein Paket abgeholt. Halfway through our exam. I'm so excited. Could have been a long free fall. You got me off.